Stopp mal mit. Nee, wir vertrauen den Apps. Oh. Aber ich kann auch mitstoppen, wenn ihr wollt. Wenn ich dran denke. Duki. Ja, bitte. Stopp mal mit, bitte. Achso, ja. Ich hab dran gedacht, seht ihr. Kevin, nee, der Dizzy streamt auf Twitch, weil er auch Twitch gepartnert ist. Und wenn man Twitch gepartnert ist, dann darf man gar nicht mehr auf anderen Plattformen streamen. Doch, darf man. Also ich schon, mein Vertrag ist so asperalt, dass ich das darf, oh, aber kein Gaming. So asperalt, okay, ja. Aber die neuen halt nicht mehr. Ja, mein ist, glaube ich, 6 Jahre alt mittlerweile. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, aber du greifst gerade noch wieder an Michels Ansicht. Ne? Ja, ich weiß. Okay. Ich wechsle, wenn Michel. Alles klar. Naja, ich muss ja jetzt nicht 5 Runden. Ich sitze halt vor dem Bildschirm. Okay. Also ich sehe ja, was. Ja, ich habe ja auch dein Setup gesehen. Das war schon klar, dass du es eigentlich weißt. Aber falls du jetzt noch fährst oder so, und das vielleicht. Nee, ich fahre nicht. Ich fahre nicht. Okay. Bar ist auch eine der. Ja, Bananen, das ist halt so. Aber ich meine, wer jetzt dieses Jahr das Paul Ricard-Rennen gesehen hat, ich meine, den dürfte ja kein Cut und kein Off-Track mehr schocken, weil das war ja mehr neben der Strecke fahren als auf der Strecke fahren. Das ist eher ermüdend. Ging jetzt eigentlich Freiburg aus. 1-1 habe ich vorher mal gesehen, ne? Mal so eine Frage noch. Bezüglich des Passwortes, das ist genau dasselbe, gehe ich von aus. Abugello, weiß Gott, wie bei allen anderen. Ja, für den Rennserver. Ja. Genau. Okay, gut. Ja. Ähnlich wie Spa. Wenn da eins überhaupt drauf ist, ja. Ich weiß es gar nicht. Weil du kommst eh nur drauf, Spa, wenn du mit einer Steam-ID. Ja, okay. Ich guck sicherheitshalber nochmal nach. Einfach nur, um safe zu sein. AC erstes Mal und so. Warm-up, Team-Test. Wo ist denn der Server hier? Team-Test, ja, Olli, Warm-up. Wenn du da mal wirklich ein paar Stunden am Stück fährst, Spar ist. Siehst du, da sind wir nämlich schon an dem Punkt. Der wird mir gar nicht angezeigt. Mit Überrundungen dann noch. Der Rennserver? Ja. Danke, das ist schlecht. Für euren Support und eure Unterstützung. Und also ist schon mit virtuell auch drin, oder? Ja, Virtual Racing. Wup. Und der muss dann. Der heißt genauso wie die anderen Server, bloß nicht Warm-up, sondern eben Rennserver. Oh, der will, ich hab ja, Race oder sowas müsste der heißen. Nee, Rennserver, ich sehe ihn gerade. Oh, mir wird er auf jeden Fall angezeigt. Wird bei mir nicht angezeigt. Ja, Monza ist ja auch perfekt. Unten rechts ist ein kleiner Pfeil zum Aktualisieren. Ich hab ihren eigenen Raum. Vielleicht willst du den mal gucken. Das ist aber gleichzeitig noch. Jetzt ist er da. Ankleide und Trainings. Jetzt habe ich gerade schon mal mein Lenkrad aufgebaut. Und hier rechts neben bei mir steht Passwort Garderobe drin, also tipp's lieber ein, sicherheitshalber, aber vielleicht brauchst du wirklich nicht. Ich gemacht, ja. Ja, super. Auto muss ich nicht auswählen, ne? Ich connecte ja, alles klar, gut. Gut. Ja, Mario, nee. Die sind sehr teuer bei dem Alurig. Der wird jetzt dann wahrscheinlich bereinigt sein, wenn Dizzy übernimmt. Ja, da gab es mal so ein Abgefahren-Event. Aber so viel haben noch nicht den Longstop gemacht. Gefahren. Das sind die Intel-Jungs. War schon geil, aber die Kollisionsabfrage. Das würde auch unsere Platzierung erklären, ne? AC macht MRL und MJR. Ich glaube, da davon ist es ja eigentlich genau nicht. Denkfehler. Weil da hinten sind ein paar noch. Oh, Duki, okay, voll dumm, ey. Halt Duki. Eine viel entscheidendere Frage ist eigentlich, wie viel kostet eigentlich so eine Fahrt im Riesenrad? Gute Frage. Kommt immer auf die LEDs. Achso, welche gerade leuchten. Nee, je mehr, desto teurer, weil die kostet natürlich auch Strom. Und jeder weiß ja, LED im Stromverbrauch. Puh! Auch dranbleiben, keine Frage, ne? Da geht einiges durch. Aber bei mir ist gleich Schicht im Schacht. Im Zweifel kostet immer alles 3,50. Dann eine teure Runde. Uli, ja, hast du richtig erkannt. Das also ist auch das der Betrag, den man einmal ans Loch Ness Monster abgeben muss. Ein Monster, du kriegst keine 3,50. Nee, ich muss nicht pinkeln, useless, keine Sorge. Ich war gerade. Danke für dein Abo. Und danke für dein Drifthouse. Wer alles mitfährt, die auch da unten stehen. Also, Michel, der gerade noch fährt, dann Dizzy fährt mit. Coole Sache. Der Duki und ich. Und der Rampy, den ihr auch noch hört, der macht wieder heute Abend
Oder nachher, keine Ahnung, wann wir den Wechsel also machen. Wie gesagt, AC muss halt wie übernimmt der nochmal die TV dann so mehr oder weniger über die Nacht. Ist halt so falls es doch noch eng wird, Sigi, halt bisschen machen, rauslassen, halt trocknen lassen, bisschen rauslassen, noch trocknen lassen. Ihr könnt schon nee, langsam runterkommen. Und du kommst über den ganzen Stint. Ja, ihr könnt schon langsam runterkommen, sagt er. Ich move dich mal, Lisi. Komm mal, ein bisschen runter. Hallo. Ah, mein Knie ist im Arsch. Okay. Das ist nicht gut. Bitte? Ich sag, das ist nicht gut. Ja, es ist aber immer so. Ich wäre halt auch nicht jünger. Okay. Sieht man an den runden Zeiten. Ja, hast recht, hast recht. Ja, ich werde nächstes Sind auf alle Fälle mit zweier Flügel fahren. Das geht gar nicht. Muss ich da irgendwas einstellen jetzt? Nee, ne? Ich krieg das Auto. Du kriegst das Auto, lädst das Setup nochmal. Ja. Bitte mit angepassten Boxenstopp. Ich habe alles final da. Also ich habe vorhin okay. mir bei Ray alles geholt. Also. Okay. Ja. Auch alle Krankheiten sozusagen auch, ne? Was? Ja, weil du sagtest, du hast dir alles geholt. Weil ihr seid alle so fertig mit euren Scheißflachwitzen. Meine Fresse. Say hello to my little friend. Blackbeans, dankeschön, Maga, für 3 Subs. Und viel Spaß euch mit den 3 Subs. Ich werde übrigens in meinem Stint nicht mit euch reden, Leute. Ich werde mich nur aufs Rennfahren konzentrieren. Also seid mir nicht böse. Wenn ihr wollt, ihr könnt halt, wie gesagt, hier auch. Übergebt ihr das Auto übrigens ohne Permadamage, ne? Ja, ich mach gleich welchen drauf, keine Sorge. Nein, bitte nicht. Es wäre cool, wenn ich morgen 4:30 Uhr immer noch keinen Permadamage habe. Ja, mal gucken. Ich habe mich gerade noch ein bisschen warm gefahren, also. Okay. Also auch für euch. Kleine Regel noch dazu: In der Schikane wird nicht überholt. Ob GT4 oder irgendein anderes Car, wird auch nicht überholt in der Schikane. Das hätte ich auch nicht gemacht, keine Sorge. So verrückt bin ich nicht. Also ein bisschen Anstand und Respekt habe ich schon noch. Also, so, ich biege jetzt gleich in die letzte Runde ein. Für euch da draußen, nur so als Info, Ausrufezeichen Daytona. Die meisten Leute kennen das ja und wissen Bescheid. Ray überträgt immer noch den Kamerawagen. Alles andere findet ihr auch in dem Sheet drin, was für euch interessant ist. Also, ne? Ihr wisst Bescheid, weil ich gehe jetzt, in den Tunnel sozusagen. Bin ich auch gespannt, wo wir jetzt gleich rauskommen. Ich denke mal, immer noch auf Platz 8 oder so müssten wir rauskommen. Ja, mal gucken. Naja, irgend sowas. Entweder gab es bei Rootronic ein Problem. Aber warum sind die jetzt schon vom Server? Chat möchte wissen, welche Zeiten du fährst. 1,47er. 47er Zeiten. Wer dann sehen. Wenn es gut läuft. Also ich bin nicht so schnell wie Michel. Läuft perfekt, wirst du sehen. Alles gut. Mütze richtig aufsetzen, dann funktioniert es. Läuft. Onesie ist an, Pipi habe ich gemacht. So. Also, mach dich ready. Ich bin ready. Okay. Ich hab noch 1,2 Liter. 1,1 Liter Sprit. Passt doch. Cool, aber. Ja. Also wie gesagt, da läuft dann in diesen Kasten Longstop ab. Na, und da musst du dann, wenn nur noch 19 Sekunden draufstehen, fährst du ungefähr los. Jo, alles klar. Okay. Also, ich bin jetzt runter. Ganz okay. Drauf. Mach ich? Connecte? Ja.
Wie gesagt, Setup nochmal laden. Ja. Jetzt gönnen wir uns erstmal noch einen Schluck Cola-Mix. Wie sieht's aus, Dizzy? 50 Autos geladen. Also ich bin noch am Laden. What? Was denn? Lädt immer noch, das ist krass. Mhm. Aber ich kann, also ich sollte ihn laden und dann kann ich ja auf fahren. Also ich bin drauf, ich lade Setup. Dann klickst du einfach aufs Lenkrad. Alles klar, habe ich. So, jetzt muss ja irgendwo Zeit ablaufen, hast du gesagt? Ja, Longstop, genau. Und bei 19 soll ich losfahren, ja? Genau. Okay. Ich drück mal jetzt noch kein Gaspedal und so. Nein, erst wenn du... Oder fahr bei 18 los. Ist safe. Ja, mache ich auch. Ich nehme 17, um noch safer zu sein. Nein, 18 reicht. Okay. Vollgas, erster Gang rein und dann losfahren. Und Boxeneingangsgeschwindigkeit ist dann 80, ne? Ja, weißt du. Ja. Sag, wenn du wieder on track bist, dann lass ich dich allein. Hast du die Whisper-Taste belegt? Yes, hab ich. Okay. Also ich fahre. Okay. Machst du noch bitte Licht an, Busy? Yes, habe ich. Danke. Ich bin on track. Band Longstop okay? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Du siehst dort so einen Counter. Longstop, da müsste in Klammern 1 stehen. Yes. Nice, gut, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Viel Spaß und gib dir Mühe. Bis dann. Bis dann. Pack mal live, ich habe Arme wie Pudding, ey. Das ist sehr aufregend. Das ist sehr viel Adrenalin. Holy shit.
Ja, da geht's schon los. Ey, oh, ich hasse GT4 fahren, Mann. Oh, die sind immer so scheiße langsam und du kommst an denen nicht vorbei. Ich kotze, ey. Nice, GG. Oh Mann, ich kotze, ich hasse das wie die Pest, wenn die Autos unterschiedlich schnell sind, Mann. Das wird sehr, sehr lang in den 2 Stunden.
Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schumidu. Alter, ich scheiß mir so in die Hose bei jedem Auto, egal was das ist, GT4, GT3, das Ding abzusägen. Boah. Das ist richtig brutal.
Ich habe noch nie so viel Angst gehabt, Leute, beim Autofahren, virtuell, wie jetzt. Fuck my life. Uff. Oh, come on, come on, come on, come on. Ich merke auf jeden Fall, wie mir die Souveränität aus ACC fehlt, wo ich weiß, was die Autos machen. Und das Multiclass macht mich echt wahnsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da so viel Angst vor, jemanden abzuschießen, das ist nicht mehr feierlich. Weil ich die Leute halt auch nicht kenne, die hier mitfahren.
The fuck? Was war denn das? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi.
Das ist echt richtig unzufriedenstellend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Come on, meine Fresse, reiß dich doch mal zusammen, Alter. Das ist ja zum Kotzen. Mein Gott, wie die Scheiße aber auch in deinem hässlichen Kopf die ganze Zeit rumhängt und du den Scheiß nicht mehr los willst. Einmal gedreht hast du die Pisse in deinem Hirn drin. Und du kriegst es da nicht mehr raus. Oh, regt mich das auf. Erschrecken. Ja, ich habe das schon gehört. Durchatmen. Mach so weiter. Du hast bisher gute Kontakte vermieden. Also das hätte alles noch viel, viel schlimmer sein können, sage ich mal. Ich habe keinen Allerweltstipp, der das jetzt heilen kann. Und ich weiß genau, welche Abwärtsspirale man sich da reinbeugt. Aber durchatmen, klaren Kopf bewahren und versuchen, dich auf das Gelernte von den Tagen zuvor zu konzentrieren. Luki, kannst du mir einen Gefallen tun? Halt die Fresse. Nee. Also. Kannst du mal diese verfickten GT4s wegbeamen, die ungefähr 5 km/h langsamer fahren? Und man nirgendwo an diesem Drecksschwein vorbeikommen! Leider nicht! Danke. Das musst du selber machen. Ich versuche mein Bestes. Danke. So, ich bin wieder raus. Ja. Gut, das tat gut. Das war wichtig. Vom Vanille-Milli-Brudi, das war wichtig. My bad. Das war absolut my bad. Hast du dich abgeschossen, Maya? Fuck. Zu gierig. Das war nicht cool.
Sorry, Mercy, Mercy, Mercy. Ich hätte hinter dir bleiben sollen. Das war absolut my bad. Scheiße mit den GT4s auf der Strecke ist halt, dass sie... Oh, das wird witzig jetzt. Mhm. Dass sie nicht wirklich viel langsamer sind. Und du halt echt, wenn du Pech hast, hängst du eine halbe Runde hinter denen. Ansonsten machst du nämlich so einen Scheiß, wie ich gerade gemacht habe. Und das ist echt nicht cool. Weil wenn du jetzt hier drinnen bist, was willst du da machen? Hier kannst du auf jeden Fall... Ja, entweder hast du Zug. Wenn nicht.
Ich glaube, das wird einfach meine Devise sein. Ich werde unten im, im Infield nicht überholen. Außer es bietet sich wirklich an. Ich glaube, das ist einfach auf Dauer safer, um nicht ganz so viele Fehler zu machen. Weil mich macht das wirklich super nervös. Also gerade der Verkehr macht mich ultra nervös. Weil ich, wie gesagt, keinen von den Fahrern hier kenne. Und ich weiß, wie die darauf reagieren oder wie die fahren. Ich glaube, das ist einfach die bessere Strategie, weil die ganzen Stints so fahren wie den hier, das geht nicht. Das ist inakzeptabel. Absolut inakzeptabel. Also ich bin da selber auch sehr unzufrieden mit. Ja, nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Der Peper auf dem Auto, habe ich gerade gesehen. Ach, das erheitert mich. Ich glaube, das ist die bessere Strategie, auch wenn es langsamer, also auch wenn es viel langsamer ist, ist einfach die bessere Strategie, nicht zu nicht an Stellen zu überholen, wo du dir nicht sicher bist. Also gerade das, was der andere Dude gerade in der Schikane gemacht hat, ich glaube, also auch wenn es GT4 ist, ist es nicht clever, da so reinzuhämmern, mit meiner Erfahrung, was die Autos angeht. In ACC wäre es was anderes, weil da kenne ich die Autos viel besser als hier. Und ich denke, das ist einfach lieber eine 1,48 konstant fahren, als alle drei Runden irgendein Bullshit zusammenfahren und dich damit nervös machen. Ich glaube, das ist die bessere Strategie. Und je mehr man sich daran gewöhnt, desto mehr kann man vielleicht riskieren. Das ist halt alles so ein scheiß Kopfgeficke, ey. Das macht mich fertig. Also gerade, wenn du das noch nicht kennst, die Sim, dann macht dich das echt fertig. Das nagt an einem. Und zwar richtig extrem. Das wird auf jeden Fall nachher ein schön entspannter Dünnpfiff. Das kann ich jetzt schon sagen. Das wird ein richtig entspannter Dünnschiss.
War das mein Fehler? Jungs, ging der gerade auf meine Kappe? Du bist gerade nicht mehr auf dem Server. Ich glaube, das Connection ist schon. Oh. Muss ich reconnecten? Ich weiß nicht, frag mal kurz nach. Alter, was ist eine Kappe? Ich glaube wohl. Ich glaube, du musst reconnecten. Ja, ja, ich mach schon. Fuck. Oh, du warst gerade gut. 47.2. Das ist ärgerlich. Also bei einem Disconnect glaube ich zu wissen, dass man das jetzt nicht nutzen kann, um einen Longstop abzusitzen. Mhm. Ja, deswegen rauf und direkt weiterfahren. Setup nochmal laden, genau, und direkt weiter. Stehen wir in der Box? Ja. Okay. Wenn du wieder connected hast, ja. Ach, wir verlieren eine Runde und also normalerweise, weil du musst reinfahren und das zählt dann so nicht und deswegen ja. Sorry für diesen unterirdischen Stint. Ach, kein Thema. Mach auch keinen Kopf. Hätte viel, viel mehr noch schief gehen können, das ist alles okay. Sonst du wüsstest, wie Duki jetzt gleich nachher fahren. Durchatmen, Schluck trinken. Jetzt mal eine geraucht. Aber volle Palette, Junge. Ja, okay. Jetzt noch eine Stunde durchziehen, dann hast du schon hinter dir die erste. Ja, eben, jetzt fährst du einfach noch einen Stint und ich meine, du hättest jetzt eh dann bald in die Box müssen, oder? Ja, ich hatte 20 Liter drin. Naja, also, das machst du Licht an und fährst du nochmal einen Stint. Und dann go, Tizzy! Mach dir keinen Druck, ja? Fahrst einmal in deiner Wohlfühl-Zone. Guck mal, da tausend Leute zu, mach dir keinen Druck. Nee, das ist mir egal. Nee, das ist einfach, mich ärgert das einfach nur. Aber ja, darüber erzählen, sprechen wir nachher, glaube ich mal. Ja, ja, jetzt Fokus. Ja, ja. Toll. Spaß. Bis gleich.
Ja, das ist eindeutig die bessere Taktik, auch wenn es langsamer ist. Gibt mir ein besseres Bauchgefühl.
danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss raus. Peace. Tschüss. Great job, mate. Keep fighting. So, jetzt aber. Boah, Mager, was zum. Jetzt will ich gern vorbei, Jungs. Ich hab euch eine halbe Runde Zeit gegeben. Komm mal. Eigentlich fast, weiß ich nicht, keine Ahnung, möglich zu überholen da drinnen. Also für mich zumindest. Im Endspiel. Zum Glück ist nichts passiert, aber auch Lektion hier. Ist auch nicht gut. Ist gut genug weggekommen. Ja, da merkt man halt die massiv fehlende Erfahrung in AC und Daytona.
mal, einer von uns beiden muss zurückziehen. Okay. Ich werde sein. Aber ich möchte keinen Unfall bauen. Ich bin gebumst. Scheiße. Und ich habe den nächstplatzierten hinter mir. Oh, ich bin so gebumst. Lässt du mich vorbei? Luft, Luft. Oh, please. Geh hin, geh hin, geh hin. Ich lass dir Platz, komm. Ich lass dir Platz. Und du mir auch. Gut, hab dich lieb, sorry. Oh, ist das ein Krimi, ey. Boah. Prime is. Das Bild mit dem hinten drin. Excuse me? Wo hast denn du die Geschwindigkeit auf einmal gefunden? What the fuck?
LOL. Ja gut, Innenbahn, logischerweise. Oh, das wird scheiße jetzt. Das wird nicht meine Runde, Leute. Das wird sowas von überhaupt nicht meine Runde hier mit dem ganzen Verkehr. Lässt du mich vorbei? Dankeschön. Du bist ein wundervoller Mensch. Du bist ein wundervoller Mensch, Mercy. Hab's lieb. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall wieder aufpassen, dass wir nicht so einen komischen Käse machen wie vorhin. Als wir den einen fast abgeschossen haben. Oh ne, gib mir nicht die Innenbahn, bitte. Doch, du gibst mir die Innenbahn. Okay, ich nehme die. Du bist hinter mir. Okay, super aufgepasst. Dankeschön. Hab ich dir auch lieb. Küsschen und Schnittchen. Okay, es wird besser. Jetzt bin ich zufrieden. Ich bin langsam zufrieden mit der Leistung. Uff. Die erste Hälfte vom Silver, eine absolute Vollkatastrophe. Uiuiuiui. Eine Blamage mit Red Dot. Tja, wie sagt man so schön, da weht ein sehr eisiger Wind durch deinen Arbeitsvertrag. Na ja, gut, aber ich sag mal so, wenn Dugi das ins Team geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Aber. Mich innen vorbei? War es jetzt so gemeint? Ich weiß es nicht. Muchas gracias, señor. Dankeschön. Mensch, so nette Mercy-Fahrer hier. Man. Ist man ja gar nicht gewohnt. Ich weiß, Chat, bei euch, ihr fahrt Mercy und ihr seid alle ganz liebe Mercy-Fahrer. I know. I know. I know.
Ich glaube, ich weiß. Ja, habe ich mir gedacht. Und ich mache wieder den cleveren. In weiser Voraussicht, weil ich das hier nicht handeln kann, werde ich ihn einfach passieren lassen. Hinter mir auch. Komm, ich mach auf. Sehr gut. Ja, ich lass dich auch vorbei, Maga. Alles gut. Ich lass dich gleich vorbei. Oh, oh, nee. Okay, alles unter Kontrolle. Gut. Jetzt haben wir zwar einen Platz verloren, aber wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, es ist sicherer, seinen eigenen Schuh zu fahren, ohne nervös zu sein und Druck im Nacken zu haben, auf 24 Stunden als dagegen anzukämpfen. Und vorne. Gelblampe nenne ich ihn jetzt mal, der war eh schneller als ich. Auf Dauer. Und konstanter, schnell. Die letzten zwei Runden waren jetzt durch den Traffic nicht so geil. Das ist echt noch so eine Sache, das muss ich dringend noch üben. Also gerade auch Suzuka, wenn wir jetzt 12 Stunden Suzuka fahren, weil wir da nämlich auch mit GT4 fahren, aber ein ACC, aber trotzdem ist das immer, irgendwie noch so eine Komponente, die da mit reinzählt, die irgendwie sehr unangenehm ist. Dankeschön übrigens für die ganzen Subs, Vorsicht, Leute. U-Boot von links. Danke für die Unterhaltung.
Oh, Heidewitzka, das war aber richtig Oil reingekattet. Das war frech. Uff, war das frech. Das war richtig frech gerade. Den GT4 kriegen wir, glaube ich, nicht vor der Kurve. Mit dem habe ich vorhin schon so einen Clinch gehabt. Na komm. Oh mein Gott, jetzt wird's wild. Oh oh. Mm. Ich danke dir vielmals und entschuldige mich nochmal für den Scheiß vorhin, mein Freund. Da war ich etwas nervös, okay? Nimm's mir nicht übel. Ich habe mir das alles gemerkt. Falls wir uns irgendwann nochmal wiedersehen und auf dem Treppchen stehen, gibt's ein Eis, okay? Versprochen. Indianer Ehrenmann. Das ist ein GT3 oder GT4 vor mir? Bin mir nicht sicher. Ja, und genau deswegen machen wir das nicht, weil das sehr unangenehm für alle Fahrer ist. Incident, okay, I don't give a fuck. Hauptsache wir sind safe. Ja, wir müssen jetzt hier nicht rumblinkern. Komm, fahr vor. Los. Der Traffic ist halt richtig unangenehm. Das war wild, aber das andere wild. Okay, Boys, darf ich jetzt? Dankeschön. Vielen Dank. Titos, muchas gracias. Okay. Thank you, thank you, thank you. Tschüss. Also was manche GT3-Autos hier durchballern, ne? Ja, ich weiß, fahr vorbei, wo ist Stop? Was manche GT3-Autos hier durchjagen, ist der Wahnsinn. Also das, was die eben gerade gemacht haben, da hätte ich im Leben hätte ich das nicht gemacht. Viel zu gefährlich. Uff.
Oh, das geht sehr weit raus. Oh, come on, come on. Oh, da habe ich gerade mehr Glück als Verstand gehabt. Der wäre weg gewesen, fast. Ui, ui, ui.
Ich will nach der Runde reinfahren. Copy, copy. Paste, paste. Roger that. Ehre. Und noch viel Spaß und Erfolg wünsche ich dir. Danke. Vor dem Boxenfenster anhalten. Richtig? Korrekt. Nicht den Boxenstopp auslösen, das kann in die Hose gehen. Okay, bin reingefahren. Denk dran, 18 Sekunden, ne? Für die Ausfahrt. Ja. Okay. Nein, ich Idiot! Was ist los? Ich hab Back to Pits gedrückt. Ja, ist nicht schlimm. Okay, gut. Ich bin raus. Mhm. Ich glaube, Back to Pits ist weniger dramatisch, als wirklich den Boxstopp auszulösen. Auch das haben wir schon mal gemacht, da ist nichts passiert, aber es okay. Kann dann wirklich sein, dass er da rumspackt. Also, so ist alles gut. Gut gemacht, Dizzy! Wirklich, ironiefrei. Die zweite Hälfte war echt gut. War echt Sahne. Wie geht's dir? Ja, nachdem jetzt die Anfangsnervosität weg war, ging's eigentlich, glaube ich. Also da war ich nicht so langsam mehr. Also so. Ja, haben wir auch gesehen, die Zeiten sind besser geworden. Du wurdest konstanter. Was ich auch sagen wollte, du musst auf jeden Fall dein Gaspedal mal kurz kontrollieren. Es sah manchmal so aus, als hättest du nur 99 statt 100% Gas gegeben. Okay. Das vielleicht gleich mal mit Michel oder Ray oder so durchsprechen, einmal kurz. Da kannst du vielleicht eine obere Totzone einstellen. Das geht über den Content Manager ganz gut, aber ja, mach ich jetzt. Dass das für den nächsten Stint auf jeden Fall geklärt ist. Ja. So, ich bin drauf. Okay. Licht ist an. Dann viel Spaß. Bin drauf und dem Server bin ich auch gejoint. Ja, danke. Viel Spaß beim TV-Camp gucken. Ja. Ja, genau, das ist. Dann würde ich eher die Zeit eher dann vielleicht für ein anderes Game oder so nutzen und. Wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr ja bei Rampy gucken. So. Also wenn es jetzt rein um das Zuschauen geht, dann gibt es ja die Alternative. Fahrt raus. Nee, warum sollen wir rausfahren? Wir wollen jetzt hier drin stehen bleiben. Und nein, es gibt eine Mindeststandzeit, Leute. Wenn wir zu früh rausfahren, dann zählen die nicht. Und dann haben wir die hintere verkackt. Felge dreht sich irgendwie. Da ja, das ist Spinner Felge. Das ist klar, das ist ein amerikanisches Modell. Spinner ist da schon geil. Ja, er ist halt noch aufgebockt, der Jude Jung. Aber Chrom fehlt halt irgendwo, ne? Ja, Chrom wäre halt natürlich schon. Boah, meine Fresse, ey. Also die erste Hälfte war echt inakzeptabel. Also die erste Hälfte war wirklich sehr inakzeptabel, möchte ich sagen. Ich nehme mir mal kurz Zeit, bevor ich in den Channel gehe. Also die war wirklich absolut inakzeptabel, die erste Hälfte. Boah, ich war so nervös, ne? Also ich war so nervös und hatte so viel Angst, Leute abzuschießen. Also ich habe wirklich echt richtig hart gestruggelt.
Also wirklich, in der ersten Hälfte vom Stint habe ich so hart gestruggelt. Ich habe echt schon so innerlich ging es hin und her mit frag einfach mal, ob einer übernehmen will oder so. Und dann war der Disconnect da und dann ging das irgendwann. Weil man halt am Anfang überhaupt nicht also bei ACC würde mir das persönlich nicht passieren, weil ich immer die Autos, die ich fahre, ganz genau weiß, wie weit man gehen kann. Ne? Also man kennt die Strecke, du weißt, wann es rutscht und du kannst einschätzen, wie viel Platz du brauchst und hier ist das halt irgendwie so was ganz, 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 ganz anderes. Herr Loppe, seit Mai, Februar, März, April, Mai, ja, seit Mai, glaube ich, Anfang Mai. Also das war bei, also mehr Fokus ist gar nicht das Problem. Es ist einfach, also ich bin mit dem Team noch nicht gefahren, was jetzt da ist. Ich bin die Strecke noch nicht gefahren und ich bin das Auto noch nicht gefahren. Also so gehen die Rundenzeiten ja. Sie waren auf jeden Fall schnell genug, aber ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist irgendwie so ein weirdes Gefühl. So ein ganz weirdes Gefühl. Henry, ich grüße dich, moin. L, dankeschön für 12 Monate. Isignor, dankeschön für 21 Monate. Burden, dankeschön für 17. Blood Brother, dankeschön für 18. Sieg, dankeschön für 47. Und willkommen zurück, Leute. Der Start war holprig. Maga, das war nicht holprig. Das war alles andere als holprig. Ey, also wirklich. Boah. Ich hab mich so. Also, ich war wirklich. Gedanklich war ich so fertig. Also wirklich komplett fertig. Ich bin so froh, dass ich im zweiten Stint, also in der zweiten Hälfte von dem Stint, mich noch gefangen habe und 61, ich glaube 1,46 Mittelzeiten geböllert habe oder so. Boah. Eieiei. Also ich habe jetzt 4 Tage trainiert dafür und ich war, also es war wirklich, irgendwann war es so unangenehm für mich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie unangenehm das für mich war. Uff. Naja, 47er Zeiten würde ich jetzt nicht unbedingt als Shit titulieren, so, aber ja, gut war es nicht. Nee. Also 46er Zeiten schaffe ich halt auch gar nicht. Also gerade mit Verkehr und ich, also wie ich am Ende oder zwischen. War auf jeden Fall gültig, das ist schon mal gut. Wie ich schon zwischendrin gesagt habe, ich denke, für mich selber ist es einfach sinnvoller, nicht auf Attacke zu fahren. Also ich sollte halt auch mal, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich sollte das nicht tun, sollte ich das auch nicht tun. Jack, dankeschön für dein Prime. So, ich gehe jetzt mal kurz rein und lobe, danke für dein Lob, Maga. Und Time, ich grüße dich, Booster, Moinsen. So, jetzt bin ich auch hier wieder. Ja, WB. Leck mich am Arsch, Junge. Hellentot gestorben. Ja, aber ab dem Disconnect lief's ja dann richtig gut, ey. Oh, ey, da habe ich so hart an meiner Dampfer gezogen, ich glaube, ich habe fast einen halben Tank weginhaliert. ich war so nervös, weil ich halt die Erfahrung nicht habe in dem Rennen, wie viel Platz noch ist und wie weit ich gehen kann. Und ich habe so viele Leute vorbeigelassen. Weil mir das nachher einfach als sichere erschien. Ja, alles gut. Also man hat schon gemerkt, dass du nervös bist, aber ja, also völlig normale Reaktion. Also, und ich hab so viel Verkehr gehabt, ey. Scheiße, ich war wirklich nur im Verkehr. Ja, das mit dem GT4 ist es ja eh schwierig, glaube ich. Also hab ich ja auch noch gar keinen Erfahrungswert. Du hast mir jetzt was voraus, auf jeden Fall. Ja. Naja, du hast halt aber auch mehr Racing, Sim-Racing-Erfahrung und AC, ne? Ja, klar. Und ich bin ja schon die Saison ständig mit den GT4s also gefahren, aber jetzt halt hier eben auf der Strecke. Wie gesagt, letztes Jahr, als hier das 24er war, da sind noch die Touring-Cars, die kleinen, die TCRs gefahren. Und die waren halt bedeutend langsamer. Also die konntest du halt einfach außenrum easy snacken und so. Das geht halt hier jetzt schon fast nicht mehr und die sind halt auch echt pfeilschnell auf den Geraden, die GT4 ist, deswegen so einfach sind die gar nicht. Oh, ich habe halt immer so, am Anfang wusste ich nicht, soll ich zurückziehen oder soll ich draufdrücken und dann habe ich mich immer für draufdrücken entschieden und das war so dumm.
Ich habe so viel Scheiße gemacht in der ersten Hälfte. Irgendwann habe ich halt mir innerlich gesagt, okay, jetzt ist Feierabend. Dann rolle ich lieber so 10 Meter hinterher und mach's dann lieber in der nächsten Kurve oder so. Ich habe den einen, glaube ich, ganz schön hart abgedrängelt. Wohin? Dankeschön, Yogi, übrigens, by the way. Aber ich glaube, so 1,45 könnten auch drin sein. So hoch. Man sich eigentlich. Ja, beim nächsten Mal bist du ja von Anfang an schon schneller. Ja, vor allen Dingen. Wann fährst du denn wieder? Um zwei. Halb drei? Um zwei, okay. Ich glaube, halb drei. Ja, halb drei sowas. Hat Michel geflucht? Ich hoffe. Nö. Michel hat das ja gar nicht mitgekriegt. Ach ja, stimmt. Eigene Probleme. Oh, richtig. Ey, man muss auch mal optimistisch sein. Da kann man auch schon mal 45 hoch sagen, okay? Man muss sich ja Ziele setzen. Ja, den Anspruch kann man schon haben, das ist richtig. Alter, Heldentod. Ohne Scheiß, ich bin ein Heldentod gestorben. Uff. Und ich glaube, ich habe 6 Incidents gemacht. Ja, das eine mit dem Nissan war halt ärgerlich, ne? Also der dreht sich da oder kollidiert da mit dem vorne und dann kriegt er den Backspin und du kannst da nicht mehr ausweichen, ne? Ja, ich habe schon auf die Bremse gedrückt und dann habe ich irgendwann losgelassen, weil ich mir gedacht habe, okay, er kommt zum Stehen und ich gehe außen vorbei. Also das war definitiv auch nicht, so klug von mir, muss ich sagen. Also ja, da habe ich auch die ersten 46er, Pace stimmt also auch. Da habe ich auf jeden Fall selber PB, also verkackt. Sehr geil gerade. Ich bin sehr mit zufrieden gerade. Das Gaspedal habe ich schon eingestellt, Leute. Da habe ich schon. Das wurde auch noch irgendwie gesagt, dass du gar nicht 100% irgendwie drücken konntest oder sowas. Ja, ich habe die Dead Zone ein bisschen runtergestellt jetzt. Schon gemacht. Dankeschön, Killer, für die Erinnerung. Und Bombo, ich grüße dich auch. Danke an euch alle für euren Support. Wie ist so die Stimmung bei euch? In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin. Ja, ganz gut. Wir haben uns über alle möglichen Themen bis jetzt unterhalten. Okay. Alles noch nicht über das Rennen. Also wie das immer. Ist halt echt so, ja. Sogar der Chat hat sich schon beschwert, dass wir jetzt noch endlich mal über das Rennen reden sollen. Echt, ja? Was? Es war doch nur einer, der ist neu, der kennt das noch nicht, glaube ich. Ja. Also, wann haben wir aber so ein Endurance-Rennen schon mal über das Rennen gesprochen? Ja, doch, wenn es dann gegen das Ende geht oder wenn es dann so klar wird, okay, wo stehen wir denn und so. Aber jetzt am Anfang, das ist alles so durcheinander, da blickst du sowieso nicht durch, wann geht es ums Rennen und wann nicht und ach, was weiß ich. Mir wurde das aber letztes Mal schon ziemlich scheiße gefühlt, als ich da das erste Mal durch die Nacht durchkommentieren musste und eigentlich über Fußball und Filme und Serien und alles Mögliche geredet habe, nur nicht über das Rennen. Und im Nachhinein war mir dann klar, dass ich da gar nicht mal so aus dem Rahmen gefallen bin. Nee, bei uns nicht. So, wir sind wieder da. Achso, lol. Ich hab Kapelle gemacht an Dizzy. Achso. Ich wusste es gar nicht, dass wir gar nicht. Ich hab mich gewundert, wie wir sind wieder da. What the fuck? Ja, nee, ich hab die Leute wollten nochmal ein bisschen auf Tray. Ja, Starlet, genau. Lasst euch schmecken. Und danke für 1100 Däumchen mittlerweile. Vielen lieben Dank. Oha. Und Rampy, du kannst so langsam bei dir schon mal alles, glaube ich, einrichten. Bei mir ist schon alles eingerichtet. Ah, okay. Weil dann würde ich einfach jetzt sagen, gebt uns noch ein paar Minütchen, aber wir versuchen, oder du kannst ja, oder nee, ja, ist auch egal, wie wir es machen. Auf jeden Fall, checkt auf jeden Fall die Links, die neuen, die aktuellen, sind schon alle im Übersichtsdokument ganz oben zu finden oder geht halt über die untere Übersicht, da könnt ihr ja auch auf die Namen klicken. Könnt ihr jetzt auf jeden Fall zu Rampy rüber switchen. Flash-Knopf ist auf jeden Fall hier. Klingt komplett komisch, weil wir bleiben auf dem gleichen Kanal, aber es ist trotzdem ein neuer Stream. Also ich. gut, bei mir ist noch schwarzer Bildschirm, ne? Ja, gut. Das passt schon, kriegen wir hin. Also ich bin mal hier raus und dann hören wir uns gleich drüben. Ja. Bei Rampy.
Bis gleich, Ray, nicht? Ah. So. Ja, Moment. Quatsch mal ein bisschen mit euch, wa? Uwe, moin, ich grüß dich. Boah, ein richtig schönes Endbild. So, ich, mal. Oh, ich bin so froh, dass ich mich am Ende nochmal gefangen habe, Leute. Ja, eben, kannst du schon mal den Idol machen. Bin so froh. Schön mit dem gleich geht's weiter Bild. Genau. So, das wäre sonst echt ärgerlich geworden. Hey, Fight, moin, ich grüße dich, hallo. Team. Also der nächste Stint ist um 2.20 Uhr. Jetzt, da fahre ich nochmal 2 Stunden. Kannst du einloggen. Bis 4 Uhr morgens, also in 6 Stunden fahre ich nochmal. So, dann logge ich mich. Oh, logge ich mich eigentlich, glaube ich, meinen Rechner sogar aus, glaube ich. What? Ja, ja. Brauchst ja nicht unnötig an zu sein. Ja, falls ihr die TV-Kamera sehen wollt, Leute, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht mitbekommen haben. Ausrufezeichen Daytona. Da kriegt ihr einen Link, da könnt ihr quasi auf die Seite gehen. Hoch. Da könnt ihr auf die Seite gehen und dann kommt ihr quasi auf dieses Dokument. Und hier stehen, hier stehen alle Streams drin. Also Duki, der jetzt gerade streamt, von Ray, also bei Ray ist immer TV-Kamera, könnt ihr ja auch hier sehen. Irgendwann so, macht Duki nochmal TV. Machen, das Chatter, den Chatter ausgewählt. Jo, gut, oder bei genau, Michael. Genau, machst du Phrase mit Steuerung 1, also und, mit Block 1 und 3. Ihr könnt auch die Live-Standings sehen. Da will ich jetzt auf jeden Fall mal reingucken. Erstmal muss ich hier joinen. Sind, hier. Wir liegen etwas zurück, wir haben Incidents. Und wir haben 0 Rep. Boah, darüber bin ich ja sehr, sehr froh, dass wir 0 Rep haben. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Mal sehen, ob wir jetzt noch wieder nach vorne kommen. Das wäre ganz cool. Das hier ist übrigens einfach mal der Shit, by the way, ne? Das ist mal der Shit. Ich habe jetzt 2 Monitorarme. Einer ist schon dran. Für den zweiten brauche ich noch einen Adapter. Ah, sehr geil. Ja, Zeiten müssen aber noch besser werden. Oben seht ihr in der App, ich bin der langsamste gerade. Gut, dass du nicht eine Stunde gefahren bist, sondern zwei. Kreis ja, na, also ganz ehrlich, nach der ersten Hälfte Weltenwanderer, ich habe echt schon an mir gezweifelt, bin ich ganz ehrlich. Also wirklich, ich hab so hart an mir gezweifelt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war wirklich so sauer auf mich selber. Zwischendurch. Und dann war der DC. Der DC war, glaube ich, also auch wenn er scheiße ist, aber er war sehr gut. Also er hat zumindest geholfen, sagen wir es mal so. Ja, ein bisschen zu früh auch. Muss ich ihn nämlich nochmal lupfen, damit die gut durchkommen. Ah. Grüße gehen raus an abgefahren. Ja, ich habe noch so Essentials unten, wie kriege ich die denn bitte raus? Rechts in den Apps gibt es das Essentials, das musst du dann wegmachen. Am Ende habe ich auch ganz schön geschwitzt. Ich kenne übrigens auch, also gerne auf dem abgefahrenen Community-Kanal vorbeischauen und gerne ein Däumchen nach oben und Grüße von mir da lassen. Oder von euch. Oder von Mahatma Gandhi. Ja. Naja, wie ich schon gesagt habe, ne, man ist egal, also ist es wirklich. Egal, wie viel du gefahren bist, ne? Also ACC selber schon, sag ich mal, meine 300, 350 Stunden gespielt. Oder gefahren, sag ich mal, iRacing auch schon 100 Stunden. Aber es ist halt immer wieder was anderes, so, ne? Wenn du hier reingehst, also ich habe zwischenzeitlich auch überhaupt gar kein Vertrauen mehr in das Auto gehabt. Also so überhaupt gar nicht. So null. Oder ist einer runtergeflogen? Nüllinge. Und dadurch wirst du halt auch immer langsamer, weil du dir halt selber nicht mehr, du traust dich halt selber nicht mehr. Du gehst halt deine Linie nicht mehr, du lässt alle Leute vorbei, einfach um sicher zu sein. Und, fällt ja nicht zu viel, da hat mir gut, dass sich das denn noch geändert hat. Dann ist aber Dukis schuld, wenn er mir den falschen Ding gibt. Na, geredet habe ich ja trotzdem noch, Brüste. Ich musste aber auch irgendwas sagen, um das rauszukriegen. Seid ihr schon wieder live? Noch nicht, sofort. Ah, alles klar, okay. Alles gut, kein Stress. Voilà.
Nee, der DC war definitiv nicht schlecht. Der war ganz und gar nicht schlecht. So, der kam wie gelegen. Also kurz mal einfach durchatmen und sich nochmal sammeln. Das war sehr, sehr wichtig. Aber ich hätte auch, wäre auch so bald, glaube ich, in die Box gefahren. Grüße gehen raus an den Wippermann. Das wollte ich hören, Jungs. Jetzt sollte man, glaube ich, jetzt muss ich gerade mal hier noch schauen. Ach nee, das muss ich noch umstellen. Skorpion, moin, ich grüße dich. Oh, glücklicherweise nicht. Die Technik ist mittlerweile so weit, dass es funktioniert. Das Bild ist auch da, sehr schön. Ich glaube, den kannst du ein bisschen kleiner auch ziehen, die Donations müssen jetzt nicht so fett. Hä, na klar. Und die anderen? Ja, die okay. Donations. Je größer, desto mehr kommt da rein. Ja, also dann zieh's mal bitte über den ganzen Monitor. Ab, aber jetzt. Bist du jetzt zufrieden, ja? So, eigentlich die Streckenkarte brauchst du oben nicht, oder? Weil die sieht man sowieso nicht im Stream. Kostet ja nur unnötig Frames. Du hast die Streckenkarte an bei dir. Links. Ah, oben. Ja, stimmt. Und wie kriege ich die raus? Rechts gibt es irgendwo Map schon. Oder sowas. Okay. Ja? Hab's schon. Boah. Nicht cool. So. Jetzt ich muss cool? Ich wieder noch in, ins Stream reingehen. Ich hab schon ganz leise gesprochen. Und dann muss ich mal gucken, ja, was. Ist der Sound so in Ordnung? Boah, muss ich erst reinhören. Was geht der App? Ich hör nix. Achso. Sollte, ja, glaube ich, so recht rum, so. Gut sein. Ja, ich glaub, es also ausschlagmäßig könnte es vielleicht ein Ticken lauter sein, aber wir wollen ja später auch noch steigern. Was ist denn ja. Chat aus, sagen Sie hier. Richtig. Hey. So, Freunde, also, Miel ist auch wieder da, glaube ich. Ja, das ist schon bei Duki. Oder auch wieder nicht. Der Michael ist schon bei Duki. Tauschen schon wieder Rezepte aus. Für Biber oder was? Ja, ich glaube, diesmal ist Biber dran. Ja. Diesmal Biber? Okay. Ach nee, Waschbär. Oh. Dann kommst du gut rein. Ist ja alles das Gleiche. Ja. Biber könnte auch noch kommen. Ich hatte echt drei Runden am Anfang komplett verfahren. Biber könnte etwas lauter sein. Muss nur die Zeit ein bisschen besser werden. Ja, wird im Laufe des Events, denke ich. Dann hoffe ich, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Aber so, Überrundung geht ganz gut. Auto fühlt sich gut an. Lenkrad hält auch noch. Auch. Warm, Lüfter ist auch noch nicht an. Jo, ist ja jetzt ein anderes Lenkrad, also das Problem sollte... Oh, Dugi fährt ohne Permanentlüfter in seinem Thrustmaster? Na, das kann ja was werden. Wie meinst du Permanentlüfter? Na, du warst bei der TX die, und der T300 kannst du den Lüfter Street permanent anmachen und das ist auch empfohlen, ja. Wenn man mit viel Vollspeed spielt. Sollte gleich wieder online sein. Für alle, die da jetzt. Ja, noch klar, die Dinger, die werden eben heiß und dann. Ach so, jetzt ist gerade nur dieser Stream. Ja. Ja, okay. Ja, genau. Teddy, nicht nur dir. Immer noch zu leise. Ah, muss mal rein. Okay. Ja, nicht, dass man die anderen dann nicht mehr hört. Das soll ja keine volle Kapelle sein. Ja, ACC hat auf jeden Fall noch ein bisschen Multiplayer-Bedarf. Also, okay. Das ist schon eher ein Säuseln der Motoren, würde ich sagen. Ja, das kann ich schon echt runterziehen, wenn es gar nicht läuft. Das kenne ich ja auch. Ja, gut, ich meine, egal. Ja, ich werde ein bisschen früher, denke ich mal, fahren, weil... Och, diese nicht. Menüleiste. Ja, die nervt. Sag mal so, wenn wir jetzt nicht Evil Labs oder irgendwelche Strafen fahren. Warum die immer kommen, was oh, Leute, warte mal. Aus dem Bild raus, Tabs, zack. I am the Lord. I am the Lord. I am the Lord. I am the Lord. Oh, Mann. Das hat eine Sekunde gekostet, ey. Trauer. In dem hat Licht aus. Oh ja, stimmt. Ui. Ja, ja, das ist. Die ist. So ist gut, okay. Dann ist da so ein bisschen Stau. Also jetzt habe ich auch der Unterschied aufgedreht. Jetzt müsste ich den Rest über ingame. Okay. Und die Line vielleicht, wenn es diesmal funktioniert. Wieder lustig, da gibt es eine Tastenkombination. Das müssen wir aber nachher mal testen. Dann. Musst du mal nach googeln. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Hey, Michael, ich habe deine Plätze verschissen. Duki hat jetzt Herrn DC Connect ersetzt. Habe ich gehört. Oh, danke. Boah, der kam so richtig flach. Michael, also du darfst mir. Duki, oder? Du darfst mir alles reinwürgen, Alter. Das war deiner. Das war mal ausnahmsweise meiner, ja.
Du darfst mir alles reinwürgen, Michel. Alles. Nein. Hart und dreckig, alles, ey. Alles cool. Nee, da wird bloß ein Baby draus. Lass mal. Ich schäme mich in Grund und Boden, glaub mir. Ja, kommt drauf an, welche Öffnung man nutzt. Dann wird kein Baby draus. Aber ja, okay. Natürlich ein Mund. Du Ekelhafter. So. Also du wärst schon sehr gut drauf, wenn du das schaffst, Michel. Ja, der Unterschied zwischen AC und ACC ist flach. Riesig, Predator. Also, das ist einfach Wahnsinn. Ich will flache Wichsen sagen, Alter. Das war so richtig fake. Was höre ich hier gerade? Ordnieren, bitte? Was? Hier? Ist der noch da? Das wäre jetzt was fürs Best-of gewesen, ne? Nein, also, wie gesagt, du hast dich ja im zweiten Stint, so wie ich das gesehen habe, wieder gefangen. Ist alles gut. Bist sogar 46er geballert. Bagger! Ich hab, ohne Scheiß, ne, ich hab das im Augenwinkel gesehen und dachte mir so, geil, Alter, jetzt hab ich's Michel reingewürgt, die Potsau. Ich hab noch mal gefangen. Ja, ja. Ich hab trotzdem zu viel Pets abgegeben, leider. Naja. Ja, ja, mein glaub, Gott, die, ich glaub, unterm Strich war halt der Disconnect das, was am meisten wehgetan hat, aber mein Gott, da machst du halt nichts, ne? Ja, aber der war super wichtig, glaub mir. Der war wichtiger als wichtig, dass der das... Um runterzukommen, ja, meinst du? Ja, und einfach mal an der Dampfe kurz zu ziehen und zu sagen, okay, fuck you, jetzt machen wir kurz mal, wir sammeln uns mal kurz. Jetzt ist eh alles egal, so, ne? Ich meine, die 15 Plätze, die wir verloren haben... Oh, come on! Schwamm drüber. Ja, oh. Michel, ganz ehrlich. Michel, du hast ja nochmal einen Triple Stint. Kannst du alles wieder reinfahren? Challenge, auch. Weißt du? Ey, ich war so nervös. Hören, Michel. Du kannst doch sagen, hey, ich fahr 5 Stints jetzt. Das schaffe ich mit den Knien. Ich habe das jetzt schon mitbekommen. Das Knie war komplett im Ass. Danach. Ich konnte kaum laufen schon wieder. Und das trotz den Schuhen? Ja, das ist tatsächlich nicht mal das Bremspedal-Knie. Nee, das Gaspedal, das ist normal. Ja. Das ist bei mir aber auch. Auf der Bremse merke ich eigentlich auch fast nichts. Weil du das wenigstens noch ein bisschen bewegst, dass das Bremspedal-Knie ist. Hast du dir nicht beim letzten 24-Stunden-Rennen beim Bremsen einen Krampf in der Wade eingefahren? Ja, oh, wow. Irgendwann war das mal, ja. Aber das ging ja dann, oder? Also ich habe mir mal den Arsch gezerrt, aber das war, weil ich halt voll übel in die Bremse reinging. Also wenn das jetzt... Das war übrigens auch bei diesem scheiß Nordschleifenrennen. Das war so das schlimmste Langstreckenrennen, was ich je gefahren bin. Ja, wenn du dir bloß den Arsch gezerrt hast, ist das ja in Ordnung. Stell dir mal vor, du hättest... Nein, Mann, das hat bei jedem Bremsen, egal wie stark, übelst weh gemacht, ja? Und dann, ja, und da kam irgendeiner im Chatchen, warum hast du nicht den rechten Dings für die Bremse genutzt? Und da dachte ich auch so, ja, hat er recht, bin ich dumm gewesen. Ich bin aber halt in Schmerzen, habe ich das Ding zu Ende gefahren. Also wenn noch, du... Wäre noch schlimmer gewesen, hättest du was geboren oder so, ne, beim Bremsen. Okay, der war wieder flach. Das weiter. Warum haben die eigentlich so viele Leute kein Licht an? Oder hat er das aus im Rückspiegel? Nee, das, ich glaube, es kann sein, dass er das Grafik-Settings so runtergedreht hat, dass... schon ausschaut. Das war, glaube ich, RF2, wo wir Nordschleife gefahren sind. Das war nicht mal AC, Ray. Wo was? Wir mit dem 720S gefahren sind, wo du diesen Krampf im Ass hattest. Ne. Im Ass. Ne, weil das mit dem 720 bin ich noch mit dem CSL gefahren und da bin ich ja geflogen wie so ein Irrer. Das kann fast gar nicht sein. Ne, das war dieses Jahr im 24er. Das war mein erstes Rennen oder mein erstes richtiges Dingrennen mit der DD dann. Die war da ja ganz neu noch. Und deswegen war halt natürlich eben DD neu und so und Eindrücke und dann, ja, da hat halt einfach, das war einfach furchtbar. Es war am meisten auf dieses Rennen gefreut und am schlimmsten abgekackt irgendwie. Es ist immer so, oder? Ray ist recht leise. Es sind aber alle eigentlich gleich lauter. Ach, die wollen mich doch alle nur lauter hören. Vielleicht weil Ray wieder ein bisschen vor sich hin. Kleinen Tipp noch. Ja, ich rede jetzt halt gar nicht super laut, aber ich mache das jetzt aber auch. Ich mache jetzt mal Butter bei den Fischen hier. Und ich mache jetzt wirklich noch einen Power-Nap. Weil ich glaube, es wird echt heftig nachher, wenn ich da nochmal Triple-Stint fahren soll. Deswegen sage ich mal Tschüss erstmal und ich komme. Der macht dich langsamer. Ich denke, wir sind etwas früher jetzt in der Zeit, weil der eine Stint nicht komplett durchgefahren wurde. Hm. Deswegen versuche ich mal um. Ich stelle jetzt mir mal den Wecker. Spielt auch ein bisschen zu laut. Habt ihr es bald? Versuche um kurz vor 10 wieder da zu sein. Ja. Sollen wir dich anrufen? Nee, ich habe lautlos. Okay. Ach, da verschiebt sich ja alles jetzt wieder, ne? Entschuldigung. Ja, so, ja, wir sind ein bisschen früher dran. Aber es ist nicht so viel.
Nee. So 10, 15 Minuten zu früh sind wir, denke ich mal. Ja. Okay. Naja, es geht dann bloß darum, dass ich mir dann rechtzeitig einen Wecker stelle, weil ich stehe dann 10 Minuten vorher auf. Ja, da gucken wir am besten, also wenn du halt guckst, ich weiß nicht, wann willst du denn pennen gehen, Michel? Och, mal gucken. Ja, um eben. Um also, eins, einen schnellen Powernap bis um 4 und dann ist gut. Nee, weil da gucken wir einfach mal, wie da der Stand ist, so. Aber nicht den Duki machen, ne? Gucken wir mal weiter. Ja, nee, Lifetiming hängt gerade, bitte einmal Neuland. Das lädt eigentlich automatisch das Lifetiming, Linus. Das aktualisiert nur halt jede Runde, ne? Also nicht jetzt hier instant jede... Moin, Lukas, ich grüße dich. ...jedes Tausendstel oder so. Deswegen... Panzerdachs, ich grüße dich auch, moin. Sollte das eigentlich aktuell sein? Tanglemox, moinsen. Oder auch nicht. Ja, ja, stimmt, testet das mal bei der... Herr Lentes fährt. Was ist mit mir? Na, ich sag nur nix. Alles gut. Es kommt darauf an, wie ich fahre. Ich kann's mal... Nein, in unserem Lifetiming stehen, ob das du fährst, obwohl du hier schon längst... Ja, der hat sich eigentlich schon umgeswitcht. Der hat sich die gute Performance gemerkt. Kappa. Ja, das hängt, glaube ich, ja. Ja, kannst du das vielleicht bei dir machen, mal F5 und dann sehen wir's, ja. Ich bin eben gerade gefahren, Eisbecken. Zwei Stunden. Ich bin, mein nächster Stint fängt um 2 Uhr in der Nacht an. Also ich habe jetzt erstmal 6 Stunden Pause. Und Peter Lustig und Tanglemox, ihr werdet damit viel glücklicher werden. Also falls ihr Thrustmaster T300 oder TX habt, guckt mal nach der Tastenkombination, um den Lüfter permanent anzumachen. Falls ihr auch mit viel Force Feedback fahrt, das hilft. Das ist zu weit. Brot kann schimmeln, was kannst du? Absolut beschissene Stints fahren, Obe. Ah, das kann ich. So, jetzt passt's aber. Passt das denn jetzt? Ja, jetzt müssen wir uns, glaub, noch wieder aktivieren oder so. Das ist uns. Das ist es Nadel im Heuhaufen suchen. Namen klicken und dann auf My Team. Wieder. Am besten. Was auf My Team? Ja, ja, klick mal auf den Red Dot Racing Team und dann, also mit. Oh, dann muss ich es aber wieder verstellen. Achso, ja, ich bin jetzt drauf. Und dann kannst du auf My Team. Auf dem Red Dot Team. Achso, oder so halt, ja. Aber du kannst es auch als My Team markieren. Aber musst du nicht. Ah, ist gut. Was, das verstellst du mir wieder alles. Alrighty. Jetzt passt's. So. Also, Entschuldigung dafür. Das kannst du noch auf Rundenzeiten umstellen. Ah, das hätte ich vorher machen können. Ja. Sag das gleich. Hab ich doch. Jetzt. Muss ich halt noch mal, jetzt muss ich's nochmal hier. Wir haben Berlin gerade was komisch. Wo ist mein Team? Achso, du klickst auf den Namen, also auf den Namensschriftzug. Und dann müsste sich so ein Pop-Up-Fenster öffnen und da kannst du das als My Team markieren. Ah, ja. Das können übrigens die Zuschauer auch machen. Also ihr könnt euch Favoriten speichern in diesem Lifetiming und zum Beispiel auch uns als euer Team markieren. Dann kriegt ihr da direkt mehr Infos, so auch wie viel jeder Einzelne gefahren ist, was die einzelnen besten Rundenzeiten der einzelnen Fahrer waren und. Hä? So, jetzt aber. Ja. Wenn es jetzt nicht passt, dann ist was los. Hier. So, jetzt kann ich auch wieder das Menü hier rausnehmen, dann habt ihr wieder freies Bild. Ja, das kann man mal. Na gut, okay, also ich mach das mal, dann bis nachher. Bis gleich, wie auch immer. Ja, bis nachher. Wenn Duki halt Scheiße baut, dann muss er die selber auslöffeln, ne? Ist klar. Ja, dann machen wir ihn schon dafür verantwortlich. Ja. Und wir binden ihm das dann auf die Nase, habe ich gehört. Ah ja. Aber solange er das Auto nicht wieder in der Boxengasse aufs Dach wirft, ist alles gut. Brinki, falls du COD meinst, ich glaube ja, da war was geplant, aber da weiß wahrscheinlich Rampy mehr als ich. Egal. Ja, das war, glaube ich, die Aussage von ihm. Ah ja, Punt hat es gerade abgesagt. Alles klar. Also morgen kein Frühstücksstream. Morgen, ja doch, schon eigentlich schon Frühstücksstream, aber hier halt 24 Stunden Rennen. Mehr wird es dann morgen früh nicht geben, aber das reicht ja auch völlig. Ist ja, soweit ich weiß, das letzte Event dieses Jahr. Hä, echt? Ja. Also was AC betrifft. Achso, AC, ja. Wollte ich gerade sagen, ACC ist auch noch 12 Stunden Suzuka. Ja.
Ja, da ist noch was, ja. Aber 24 Stunden Rennen AC ist das letzte. Ja, stimmt. Auch mein letztes? Das kommt auf deinen nächsten Stint dann. Boah, nee. Eine Kappa. Jetzt mach dir keinen Kopf darüber. Naja, man hat halt den eigenen Anspruch, ne? Und wenn man nicht zufrieden ist, ist man nicht zufrieden. Das war nicht zufriedenstellend. Ja, ich kenne das von Michel. Ja, gut, aber du kannst der ja jetzt nicht Michel zufrieden nicht. Eigentlich. Du kannst ja Michel jetzt nicht mit mir vergleichen, weil der fährt ja richtig scheiße. Stimmt? Ja, das stimmt. Michel, ich mag deine Schuhe übrigens, by the way. Du, irgendwie sagt das jeder. Die gehen die Schuhe, an mich, vergiss es. Die Schuhe sind einfach die sexy. Die gehen an mich, vergiss es. Ich hab schon gesagt, ich kauf die Hände. Also du brauchst mir da jetzt nicht dazwischen grätschen, die kauf ich. Ja, da kaufen will ich die nicht. Ich möchte einfach nur kundtun, dass ich diese DDR-Boots geil finde. Vor allem DDR-Boots, ne? Naja, klar, schön so ein braun Leder. Schönes Wildleder ist das. Schönes braunes Wildleder so. Waschbärleder. Oh. Ach so, hast die quasi neu machen lassen vom Essen von morgen. Genau. Oder? Naja. Michael, nee, dann wären sie aber grau, oder? Michael fährt nur Sim Racing, um seine Schuhe zu zeigen. Das glaube ich auch. Das glaube ich ja übrigens auch. Und zu meckern. Eigentlich hat er ja einen Modekanal. Übrigens. Weil, wieso zu meckern? Also, wenn ich dein Typ gucke, jedes Mal, wenn du was gesagt hast, hast du gemeckert. Also, so 99,9% der Zeit hast du. Hör auf. Ah, hör auf, du schmeichelst mir. Auf dem Auto natürlich, nur wenn er auf dem Auto sitzt. Ja. Hast du dir das neue Setup schon runtergeladen, das Final? Für was? Für die Reifendrücke in der Box, dass du die nicht einspeichst? Die habe ich ja nur eingespeichert. Ach, alles so. Gut. Die habe ich jetzt im Kopf hinten, und rechts einfach nur auf 60 stellen. Das war, weil ich noch nicht, ich war noch auf dem anderen Monitor mit der Maus. Ich musste eben einmal hier ins Spiel reinklicken. Deswegen war das. Okay. Ray ist nicht da, nee, der ist jetzt gerade gegangen. Der macht einen Powernap. Der macht einen Powernap und was essen und einen Film schauen wollte er noch, ein Buch fertig schreiben. Was ist da los? Was wurde eigentlich aus der grünen Viper? Was soll aus der werden? Die ist ja nur zum Gaststart auf dem Nürburgring unterwegs gewesen. Nordschleife. Ja, Nordschleife, nicht Nürburgring. Auf der Nordschleife. Und danach wurde die nicht mehr benutzt. Ich habe übrigens unser Auto noch nicht ein einziges Mal gesehen, ne? Oh! Boah, schön gefangen. Hä? Du hast doch aber auch die Dateien, oder? Ja, die Datei. Aber so im Rennen habe ich sie noch nicht einmal gesehen. Die Starlet. Weil da ist ja auch ein Bild drauf. Da ist ja auch ein Bild drin, das kannst du anschauen. Dann siehst du das Fahrzeug. Chat, ihr müsst was trinken übrigens, Starlet. Ich denke an eure Gesundheit, ne? Steht im Red Dot Museum. Da könnt's stehen, ja. Ja, zu Viper-Zeiten gab's ja Red Dot noch gar nicht. Das ist ja erst später entstanden. Richtig. Da waren's noch die Sim-Spezies. Warst du doch auch schon dabei, Michel? Nein. Bist du mit der Viper noch nicht mitgefahren? Nein. Das war das Rennen. Da alles mitgefahren. Das war das Rennen, wo wir mal noch Endurance-Rennen gewonnen haben. Ja, ich muss kurz AFK. Bist du da noch bei Wippermann gefahren? Burn? Ja, genau. Da hatten wir ja, okay. Ich glaube, beide Nordschleife 24-Stunden-Events hatten wir damals gewonnen. Das war das Nordschleife-Rennen, wo sie mich früh um 3 aus dem Bett geklingelt haben. Vorher mal noch 1-2 Stunden und mich dann erst um 10 früh wieder aus dem Auto geholt haben. Was, bis 7 Stunden? Bin ich 7 Stunden durchgefahren.
Holy shit, Junge. Dann wundert mich, das aber nicht, dass du mit deinem Knie irgendwie... Auf der Nordschleife. Ja. Crazy. Wie lange fährst du schon Sim Racing? Du bist das einfach falsch angegangen. 17. 17 wieder aktiv. Ich hab davor mal ein bisschen was gemacht, aber 17 das wieder aktiv. Was, 17 Jahre? Nein, 2017 meine ich schon. Ach so, ich wollte gerade sagen, willst du mich verarschen? Kann doch nicht sein, dass du älter bist als ich. Ja, ich bin älter als du. Ja, das weiß ich. Hä? Hä? Was wolltest du mir jetzt damit sagen? Michel, du bist das damals einfach falsch angegangen. Du hättest das Auto direkt müssen nach zwei Kurven in die Wand setzen und dann sagen, oh, besser kann ich es halt nicht. Und da hätten die dich gleich wieder vom Auto runtergeholt und du hättest schlafen gehen können. Genau. Das verbietet mir mein Ehrgeiz, sowas zu machen. Aber wenn du sagst, damals habt ihr ja noch die 24 Stunden als gewonnen, dann wissen wir ja, wer so krass nachgelassen hat. Echt mal, Dizzy, du blöder Penner. Nein, hier ist alles gut. Mir ist das, also, man muss es auch realistisch sehen. Ja? Ich mache das jetzt hier zum Spaß. Na? Nicht mehr, um zu gewinnen. Die Zeiten sind vorbei. Ja, man muss es realistisch sehen. Mit dem Team können wir kein 24-Stunden-Rennen gewinnen. Ja? Nein, das ist ja jetzt... Das alles ist gut. Ernst. Lass mich doch darüber lachen. Ich finde sowas immer gut. Wenn man so eine realistische Ansage macht und sagt einfach, ey, sorry, wir können hier nichts gewinnen, dann muss man darüber auch lachen können. Ja, zumindest bei dem Fahrer. Ja gut, na, gewinnen wirst du ja nicht. Das ist wirklich so. Das, also das ist jetzt absolut nicht weltfremd. Das ist total realistisch zu sagen, da das gewinnst du nicht. Also ich bei muss, dem Fahrer das sind halt wirklich vier nicht. Gute Fahrer auf den Teams. Ja. Na, mit 6 Monaten Sim-Racing-Erfahrung ich sowieso nicht. Also nein, alles gut. Das ist ja jetzt nicht abwertend oder so, aber da sind halt schon Maschinen dabei. Ach, Mann, da musst du... Also jetzt mal wirklich, wenn ich mir, wie gesagt, wenn, da musst du ja auch selber, wie ihr schon sagt, realistisch sein, das geht halt gar nicht. Ja, ich fahre doch gar nicht die Zeiten. Mit Flügel 2 bin ich nicht wirklich schneller. Da müssen wir das Auto wirklich komplett anders umstimmen. Ja, wir fahren ja dein Schunkel-Munkel-Setup hier. Ja. Safe Freeset ist das. Was? Das ist das Safe Freeset. Ja, da, dann will ich nicht wissen, wie du sonst wärst. Ich erinnere mich noch an die erste Trainingsfahrt. Das war, okay. Na, das war ja interessant. Das Setup war nicht von mir. Ah, okay. Das waren noch Restbestände von damals, vom ersten Daytona-Rennen, wo Ray das Setup zusammengeschustert hatte. Dann haben wir ja gesagt, wir fahren AMG. Muss auch dazu sagen, der Audi ist jetzt hier nicht das stärkste Auto auf dem Feld, ne? Das muss man auch noch dazu sagen. Ich finde den untenrum ein bisschen schwierig manchmal. Also er ist ein bisschen huschelig auf dem Arsch manchmal. Das liegt an dem Differential, was ich eingestellt habe. Boah, ist gut. Ich habe mich einmal habe ich mich ganz schön habe ich mal einen Kreis gemalt. Ich hätte das auch komplett entschärfen können. Ja, du kannst das Differential dort einstellen von 10-100%. Ja. Und hättest du das auf 10 gemacht, hättest du überhaupt keine Übersteuerprobleme mehr gehabt und hättest auch TC7 oder sowas fahren können. Aber da kommst du aus den Ecken nicht mehr raus. Ja, da. Nee. Oh, schön gefangen. Okay, die nächste Runde muss sitzen. Das Lifetiming im Tower aktualisiert nicht. Schon wieder nicht. Ja, das buggt manchmal. Weiß nicht, woran das liegt. Kannst aber auch nicht ständig F5 drücken. Also ich sag mal so, ist schon okay. Wenn man sich dran gewöhnt, sorry. Ja, das Gute ist, dass Daytona einer der simpelsten Strecken überhaupt ist. Findest du? Ja, definitiv. Also klar, die ist so easy, die Strecke. Mhm. Ja, mit Verkehr ist die richtig einfach, also... Ja, gut. Fahr mal Spa mit Verkehr. Also jetzt hier in AC. Ja, ne, jetzt steht, ja. Steht jetzt nicht von ACC. Ja, ja, klar. Aber Daytona ist auch Piane, ultra breit. Es gab einen Disconnect, der DC hatte einen Disconnect und dementsprechend sind da natürlich auch die Plätze ein bisschen gepurzelt. Das hat bestimmt eine Minute oder so gekostet. Ja. Ich hoffe, ich habe nicht nochmal einen. Vor allem
Das sah, irgendwie sah es witzig aus, so aus der TV-Cam. Alle fahren vor dir so schön die Kurve rein, du bist einfach gerade ausgefahren. Ich hab mir so in die Hose gekackt. Ne? Ich saß wirklich hier und denk mir so, oh nee. Komm, nur noch die Schikane, dann haben wir so abgewinnt. Das kann Ernst sein. Wir fahren Audi, ja. 2016er, glaube ich. Korrekt. Wo seid denn ihr eigentlich ins Bar gelandet? Auf 11. 11, okay. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, 11 war schon ziemlich gut, weil 2 von 4 fahren sehr viel iRacing. Okay, die nächste Runde muss sitzen. Und das Fahrerfeld war auch schon sehr, sehr stark auf jeden Fall. Und für mich, ich krieg in Spa einfach keine, also ich krieg nichts unter 2,19. Krieg ich absolut nicht geschissen. Ich weiß nicht warum. Ich verkacke mal die Schikane hin. Ja gut, das war bei mir und Ray auch so, bis ich dann mal gesehen habe, dass es am Wind liegt. Der Wind hat alle 5 Minuten hat er gedreht, wurde mehr, wurde weniger. Du bist die eine Runde, bist du mit 17 Kilometer pro Stunde Gegenwind in der Busstop gefahren, dann hattest du mal 0, dann mal 10. Ja, ich wundere mich jedes Mal, wie diese verschiedenen Bremspunkte hinkommen. Also manchmal kannst du einen halben Kilometer später bremsen und stehst halt schon 50 Meter vor der Kurve. Also es ist manchmal ein bisschen weird, ja. Ja, ich war selber überrascht, dass wir dann dort auf der Position gelandet sind. War schon krass. Letzte Chance gegen die Evil Lab. Hat er eine Evil Lab gefahren? Oder kriegt er eine? Ja, eine ist auf jeden Fall Evil, ja. Ach, der Duki. Ich habe auch einige abgewehrt. Aber der Master of Evil Labs kommt ja erst noch. Zum Glück bin ich das nicht. Sorry Leute, aber lasst mir nur noch die Schikane bitte, dann lasse ich euch vorbei. Ich habe auch im Streamchat immer gesagt, eigentlich ist es hier unmöglich, eine Evil Lab zu holen. Das geht eigentlich gar nicht. Ja, jetzt noch nicht, bitte. Ja, weil ja, ich weiß, du aber hast jetzt halt noch hier nicht, nur bitte. Eine einzige Stelle, wo du cutten kannst. Und das ist diese fucking Schikane. Das Evil Lab geht ja nicht. Duki, hold my beer. Das wäre jetzt so eine perfekte Fotomontage. Michel, du musst ein Bild von dir machen und dann dich so als hinstellen. Ja, Evil Labs geht ja nicht und daneben dann Duki, holt mal Bier. Das wird unsere erste Evil sein. Er schafft das und Ray wird es auch schaffen. Komm, gib mir. Gib mir Windschatten. Ja, du musst halt ein bisschen drauf achten, das ist halt. Ja! Das ist Duki. Das ist Duki sein großes Comeback. Also, wenn ihr. Wenn ihr Duki auch einen ganz großen Gefallen tun wollt, dann geht ihr einfach bei ihm in den Stream und fragt mal, wann wieder der DTM-Videos kommen. Da wird sich Duki sehr freuen. Aber das war gerade ziemlich knapp. Da freut er sich bestimmt. Na klar, der freut sich sehr, wenn ihr einfach mal fragt, wann DTM kommt wieder. Ich glaube sogar 8000stel knapp. Aber die Platzierungen funktionieren bei mir auch nicht. Die werden bei mir auch nicht eingeblendet. 23 sagt er. Ah doch, bei manchen schon. Nee, ich meine hier im Auto vorne drin. Ach so. Normalerweise solltest du das, glaube ich, in der Windschutzscheibe sehen, was die anderen gemeint haben. Wir werden mal kurz reinchatten und mal hier ins Fernsehen gehen. Evil Lab abgewendet. Glück gehabt. Duki hat Chat aus, okay. Ja, hat er. Ja, ist egal. Er will sich aufs Fahren konzentrieren, hat er vor uns gesagt. Ist egal, wir fahren trotzdem einfach. Was ist eine Evil Map? Ich glaube, das kann euch am besten Michel erklären. Also eine Evil Map ist eine gekattete Runde, die schneller ist als die zwei zuvor gefahrenen Runden. Du hast dann aber die Möglichkeit, die Evil Lab noch abzuwehren, indem du in den darauf beiden folgenden Runden schneller fährst als die Evil Lab. Natürlich dürfen die dann auch nicht gekattet sein. Dann kannst du die Evil Lab noch abwehren. Falls du das nicht schaffst, bekommst du einen Evil Lab Count und ab 5 Evil Labs gibt es eine Strafe. So. Ja, ich glaube, bei Blank Bamba werde ich gar nicht großartig fighten. Die Frage ist ausreichend.
Kann dir gar nicht sagen, was du da bekommst. Ja, cool. Mal ausprobieren nachher, ne? Aber ich glaube, es ist. Ich glaube aber, es ist eine Durchfahrtsstrafe. Weshalb macht man sowas? Ja, ich habe übrigens noch. Damit halt nicht gecuttet wird. Genau. Damit Leute nicht cutten. Sorry, Rampy. Achso, ich dachte, die alles Frage gut, ging alles an gut, alles gut, alles gut. Was für Rams dir? Ist nicht so wichtig, was ich zu erzählen habe, weißt du? Achso, ich sag mal so, Rampy, du hast ja jetzt noch 5 Stunden Zeit zu reden, ne? 5 Stunden wäre schön. Kannst ja ein bisschen über. Dann ist ja erst eins. Kannst ach, kannst scheiße, stimmt. Kannst ja ein bisschen über Schiffe versenken reden oder so. Stimmt, ja. Du hast ja. Oder du über hast, den Waschbär. Du hast ja bis auf 4. Eieiei. Ja, mal schauen, wie lang es dann wirklich wird, weil ich musste ja jetzt schon eine Stunde vorziehen. Oder eigentlich mehr als eine Stunde. Ja, wollte ich gerade sagen. Stunde. Ist ganz schön früh dran. Ja, ja. Eigentlich wäre jetzt Ray noch dran, aber der möchte jetzt noch ein Powernap machen. Passt er da durch? Alter, ich kann sagen, wenn der Audi jetzt da noch zwischen will, daneben will. Junge, Junge, Junge. Den hat er eh nicht hinkriegt, wahrscheinlich. Jetzt lupft der AMG, auch gute Sache. Die Platzierung sieht man oben links. Unser Team ist Red Dot Racing, immer orange. Ansonsten, Lois, kannst du auch auf Ausrufezeichen Daytona gehen und dann kommst du zum Live-Ranking. Weiß einer, wie so Truck Racing disqualifiziert wurde? Nein. Wahrscheinlich wissen wir das nicht, ne? Ich wusste gar nicht, dass überhaupt schon jemand disqualifiziert wurde. Weil das ist eigentlich immer so eine harte Strafe, die bei unsportlichen Verhalten oder so ausgesprochen wird. Vielleicht haben sie irgendwie einen großen Unfall gebaut oder so. Naja, ich glaube eher, dass das dann wahrscheinlich ausfällig wurde, wenn tatsächlich eine Disqualifikation vorlag oder vorliegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du anhand einen Unfall oder so irgendwie disqualifiziert wurdest. Es sei denn, du bist halt absichtlich reingefahren. Ja, das ist ja dann wieder unsportliches Verhalten. Die haben eine Strafe. Hat man sich auch einfach so daneben benommen. Oh, die haben eine Strafe nicht abgesessen. Also die haben eine Strafe gekriegt und die ist scheinbar nicht angetreten. Ah, okay, ja dann. F. Ja, Rippchen. Das Game ist Assetto Corsa. Das Lifetiming ist Team Drug Racing nur zu zweit, widerspricht das eventuell den Regeln. Ich glaube Zuordnung auf dem Lifetiming kannst du nicht hundertprozentig gehen, weil du könntest ja auch mit dem gleichen Account spielen, sozusagen. Nein, es gibt keine Mindestfahrerzahl. Dachte ich jetzt. Weil es gab ja damals auch welche, die sind alleine 24 Stunden gefahren. Natürlich nicht durchweg, aber die haben tatsächlich dann halt alleine gefahren? Ja, ja, die haben zwischendurch mal 3 Stunden Pause gemacht und dann sind die weitergefahren. Ach so, okay. Nee, es gibt ja auch welche, also bei Dave war das, glaube ich, mal, als die mal 24 Stunden mitgefahren sind. Die sind ja alle bei Dave zu Hause gewesen. Dementsprechend ist da eigentlich auch, glaube ich, nur ein Fahrer auf dem Fahrzeug sozusagen registriert gewesen. Ich glaube, bei VRL war das auch so. Ich hier voll konzentrieren, aber schön, dass ihr da am Start seid. Sind die immer ins Rig eingestiegen. 24 Stunden Rennen, 6 Stunden sind ja, dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass ein Auto auf dem Lifetiming auftaucht, das praktisch nur ein Fahrer hat, aber halt theoretisch dann trotzdem mehr. Roderick, am Ende war der Stint besser, ja. Ich bin meine persönliche Bestzeit gefahren im Rennen, also noch schneller als im Training. Also ich habe mich noch gefangen, ich hatte noch einen Disconnect zwischendurch und der hat mich dann nochmal kurz geerdet und dann war es besser auf jeden Fall. Also dann lief es relativ gut sogar.